Sie sind jetzt schon vielerorts im Einsatz. OP-Masken oder besser noch die FFP2-Masken. Im Kampf gegen Corona und vor allem gegen die gefährlichen Mutationen sollen sie helfen. Und zwar da, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Im Supermarkt oder in Bus und Bahn. Warum sind diese Masken besser als Alltagsmasken? Anders als Alltagsmasken aus Stoff? Haben OP- und FFP2-Masken eine höhere Virenfilterleistung? OP-Masken filtern nahezu 90% aller Viren und Bakterien, FFP2-Masken 94%. Beide Maskentypen sind außerdem medizinisch geprüft. Was ist der Unterschied zwischen FFP2- und OP-Masken? Der Schutzmechanismus ist unterschiedlich. OP-Masken filtern in der Regel größere Tröpfchen, die beim Husten, Sprechen oder Singen freigesetzt werden, erklärt der Virologe Bodo Plachter von der Universitätsmedizin Mainz. Das Gegenüber ist gut geschützt und mittlerweile weiß man aber auch, dass man sich selber mit diesen relativ einfachen Masken auch zu einem gewissen Grad schützen kann. Und natürlich ganz klar, wenn beide jeweils Masken tragen, dann hat man natürlich eigentlich eine optimale Sicherheit. FFP2-Masken schützen auch vor den sogenannten Aerosolen, also den Kleinstpartikeln, die beim Ausatmen entstehen. Und zwar nicht nur das Gegenüber wie bei der OP-Maske, sondern in gleichem Maße auch den Maskenträger. Apropos Träger. Wie werden sie getragen? Egal ob FFP2 oder OP-Maske, sie funktionieren nur dann, wenn sie korrekt getragen werden. Es gibt ja diese einfachen OP-Masken, die muss man natürlich komplett entfalten und dann entsprechend aufsetzen und dann halt wirklich komplett dicht über der Nase dann auch andrücken, sodass das eben komplett geschützt ist. Gleiches gilt für die FFP2-Masken, besonders bei Bartträgern. Beim Husten bloß nicht die Maske abnehmen, schon gar nicht vorne anfassen. Wer die Maske mehrmals am Tag tragen will, sollte sie am besten in einer Tüte aufbewahren. Wer zahlt für die Masken? Zumindest bis jetzt gilt, gezahlt wird aus eigener Tasche. Und das kann happig werden. Eine einfache OP-Maske beginnt bei 60 Cent. FFP2-Masken kosten sogar bis 8 Euro das Stück. Ärzteverbände fordern Festpreise. Sozialverbände kostenfreie Masken für Bedürftige, ähnlich wie es sie seit kurzem für Rentner und Risikogruppen gibt. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. OP-Masken sind Einwegmasken und müssen nach dem Tragen entsorgt werden. Bei FFP2-Masken, die ja deutlich teurer sind, kann man folgenden Trick anwenden. Indem man sie bei 80 bis 90 Grad in den Backofen legt, für mindestens eine Stunde, das tötet die Viren. So kann man sie bis zu 5-mal tragen. Waschen in der Waschmaschine würde die Schutzfunktion der Masken zerstören. Was ist noch zu beachten? Es sind auch gefälschte Artikel im Umlauf. Echtheitszertifikate und Siegel können da Hilfestellung geben. Das CE-Zeichen bezeichnet FFP2-Masken aus europäischer Produktion. KN ist das chinesische Siegel und auch okay. OP-Masken müssen als medizinische Produkte gekennzeichnet sein. Der Haken aber an den Siegeln, auch sie können gefälscht werden. Fazit: FFP2-Masken sind deutlich sicherer als einfache OP-Masken. Doch diese Sicherheit hat eben auch ihren Preis. Wohl deshalb werden auch OP-Masken, die billiger sind, geduldet. Die Zeit der bunten Alltagsmasken ist definitiv vorbei. Dafür scheint die Situation zu ernst.